Liebe Sprembergerin, liebe Spremberger, das Jahr neigt sich dem Ende zu. Die Terminfülle ist eigentlich nicht mehr zu toppen. Vorige Woche Hauptausschuss, dann gemeinsame Sitzung, Bildungsausschuss und Bauausschuss. Vielleicht haben Sie zugeschaut und die doch schon sehr weit vorangeschrittenen Planungen für den Neu- und Erweiterungsbau unserer BOS und auch für die Schwimmhalle angeschaut, sich interessiert angeschaut. Und der Zeitplan sagt, beide Projekte sollen, müssen unbedingt im Sommer 2027 fertig werden. Wir werden alles geben, dass uns das gelingt. Am Mittwoch haben wir uns dann in einer nicht öffentlichen Sitzung erneut mit dem wirklich anspruchsvollen Thema Windräder im Stadtwald beschäftigt. Dazu passt auch mein Gespräch mit meinen Kolleginnen und Kollegen, den Bürgermeistern von Weißwasser und Hoyerswerda, sowie den Chefs der jeweiligen städtischen Werke, der Versorgungsunternehmen am vergangenen Donnerstag. Da geht es um das enorm wichtige Thema Fernwärmeversorgung in diesen drei Städten, besonders auch in Spremberg. Tausende Spremberger*innen und Spremberger sind von diesem Thema betroffen. Wir werden berichten, sobald wir etwas mehr Klarheit in der ganzen Geschichte haben. Es ist anspruchsvoll. Das vergangene Wochenende, der Samstag, war mal wieder davon geprägt, was es doch für ein tolles ehrenamtliches Engagement in unserer Stadt Spremberg gibt. Da war zum 30. Mal das beliebte und fast schon berühmte Hundeschlittenrennen, welches ich gemeinsam mit Erhard Feigert eröffnet habe. Und anschließend war ich, manchem mag es komisch vorkommen, aber was für eine tolle Veranstaltung zur Rassegeflügelausstellung. Auch solche Veranstaltungen haben ihren interessierten Kreis von Bürgerinnen und Bürgern in Spremberg. In dieser Woche wird der Finanzausschuss am Freitag tagen. Sehr, sehr wichtig, weil alle unsere Vorhaben, ob klein oder groß, können wir nur umsetzen, wenn wir einen Haushalt haben. Und ich kann Ihnen verraten, Verwaltung und auch Rechnungsprüfungsamt haben alles gegeben, um auch noch die letzten Punkte zur Zufriedenheit hoffentlich aller klären zu können. Ich habe gehört, am Freitag die Vorstellung zur Premiere des Films über Jürgen Gessner, eine Persönlichkeit, die die Stadt Spremberg wirklich geprägt hat, ist ausverkauft. Auch ich werde da sein und mir diesen Film anschauen. Denn auch Jürgen Gessner hat ganz viel ehrenamtlich für diese Stadt getan. So etwas muss gewürdigt werden. Aber dann geht es los. Dann wird wirklich Weihnachten. Ich habe hier das Programm 2024. Es liegt an vielen Stellen aus. Schauen Sie rein. Es ist bestimmt für jeden von Ihnen etwas dabei. Es geht quer durch die Innenstadt, durch die Ortsteile. Auch da werden viele Ehrenamtliche uns auch in der Weihnachtszeit erfreuen. Wir haben ja auch zwei verkaufsoffene Sonntage. Also denken Sie daran, nicht gleich alles im Internet kaufen, sondern bummeln Sie durch die Spremberger Geschäfte. Sie haben es verdient, dass wir schauen, was wir hier vor Ort erledigen können. Das stärkt die Innenstadt und freut uns alle. Ich wünsche Ihnen allen eine schöne Vorweihnachtszeit.